Wenn es ums kleine Mundstück geht, welches dich in der hohen Lage unterstützen soll, muss ich immer von vornherein eine Information vorausschicken. Du musst deine Hausaufgaben machen. Das heißt, trainieren, üben, damit es eben dann auch in der Höhe funktionieren kann. Und wenn das funktioniert und du merkst, okay, ich mühe mich mit meinem 1,5C, 1C, 3C Mundstück, whatever, auf jeden Fall unglaublich ab, dann kannst du am Ende noch einen Mundstückwechsel in Betracht ziehen. Aber nicht das kleine Mundstück als Abkürzung nehmen. Es gibt ja verschiedenste Modelle. Hier stehen ein paar kleine flache Mundstücke. Hier von Yamaha, von unterschiedlichsten Herstellern gibt es unterschiedlichste Mundstücke, die uns da unterstützen können. Ich empfehle dir immer, probier doch einfach mal dein Mundstück, das du spielst, standardmäßig, mit einem flacheren Kessel aus. Wenn du zum Beispiel jetzt ein 3C Mundstück spielst, versuch doch mal einen B-Kessel. Oder wenn du ein 14B4 spielst, wie ich hier zum Beispiel, dann probier doch mal ein 14A4A. Damit du einfach merkst, okay, ich habe den gleichen Mundstückrand, der Durchmesser ist auch gleich, aber die Kesseltiefe variiert einfach. Dann hast du gleichbleibende Konstanten und eine Variable. Und dann kannst du an Stellschrauben drehen und kannst du sagen, okay, ich merke gar keinen Unterschied oder schau mal her, vom 14B4 auf dem 14A4A zum Beispiel, da passiert etwas klanglich, es wird wesentlich schärfer, es wird lauter, wenn ich da richtig Luft reingebe, das gefällt mir vom Sound her nicht. Oder mein Problem zum Beispiel, mit dem 14B4 kann ich hochspielen, ich kann auch wirklich schön spielen, kann Molto Schmalzando gestalten, aber auch wenn es mal ein bisschen schärfer werden soll, dann unterstützt mich das Mundstück auch. Aber beim 14A4A oder beim 14A4 hatte ich immer das Problem, dass in der Mittellage irgendwann der Ton einfach abbricht. Was war das Problem? Meine Lippen in der normalen Schwingung, also eingestrichene und zweigestrichene Oktave, berühren irgendwann den Kesselboden. Und dann hört die Schwingung auf, dann fließt nur noch Luft, es kommt kein Ton mehr aus der Trompete. Ausprobiert, rumexperimentiert, in der hohen Lage geht's, weil natürlich der Ansatz etc. viel stärker angespannt ist. Aber sobald ich ein bisschen lockerer bin und die Lippen nicht so stark angespannt sind, Berührung mit dem Kesselboden, kein Ton mehr. Okay, das Mundstück ist für mich nicht geeignet. Und da sind wir schon bei den Punkten, die du eben individuell entscheiden musst. Das heißt, du kommst nicht drum rum, blau irgendwas bestellen, macht keinen Sinn. Geh zum Musikhaus, probier aus, die Schublade aufmachen bei großen Musikhäusern und deine Mundstücke ausprobieren. Erstmal nahe an deinem Mundstück, dann auch mal den Blick etwas weiten. Was macht man denn hier? Was macht der Mundstückhersteller XY? Was macht der? Was machen die Amis, die Engländer? Und so weiter und so fort. Also da gibt es ja wirklich mittlerweile ein en masse an Mundstückherstellern und Instrumentenbauern, die sich auch mit der Materie perfekt auskennen. Ausprobieren, das ist das Wichtigste. Und wenn es möglich ist, auch eine längere Strecke mal ausprobieren. Also nicht dieser individuelle kurz 5-Minuten-Eindruck, sondern 14 Tage, 4 Wochen ausprobieren. Checken, wie passt es in dein Ensemble, passt es mit den Kollegen zusammen, unterstütze ich das Mundstück wirklich in allen Lagen oder nur in der hohen Lage? Kannst du in der Mittellage noch einen schönen Sound produzieren oder ist es einfach brutal scharf und hell und schießt alles über den Haufen, was da musikalisch noch mitwirkt? Da musst du immer darauf aufpassen, dass es eben zu deiner musikalischen Prägung passt. Wie empfindest du selbst den Klang? Ist dein Gehör damit zufrieden, was du da machst? Wie fühlt sich's an? Wie ist deine Ausdauer? Wie ist deine Kontrolle? Oft ist es auch so, wenn man kleine Mundstücke nimmt und man spielt auf gewohnte Art und Weise, dass sich teilweise die Töne überschlagen. Ich habe zum Beispiel hier dieses Holten MF3, klein, eng und auch etwas vom Kessel her eher trichterähnlich und da überschlagen sich bei mir die Töne permanent. Also wenn ich da versuche, hoch zu spielen oder in der Mittellage zu spielen, zack, bist du in der Terz oder in der Quinte zu hoch. Da habe ich keine Kontrolle, bringt mir nichts das Mundstück. Es ist nice to have und es wandert wieder in die Schublade zu den anderen 50, 60 Mundstücken. Aber letztendlich geht es darum, dass man eben individuell ausprobiert. Und da und dann merkt man schon, okay, ich spiele gerne das 14B4 von Yamaha. Warum? Flexibel, schöner Klang. Und als Unterstützung hole ich mir immer, wenn es in die hohe Lage geht und vor allem mal länger hoch geht, dann das Bobby Shoe Lead. Muss aber da aufpassen, dass ich nicht zu viel mache. Na, also wenn man da zum Beispiel mal die Oktaven gegenüberstellt, also 1, 2 und 3 gestrichene Oktave mit G zum Beispiel. Also es rastet oben auch gut ein. Ich kann auch unten in der eingestrichenen Oktave damit noch schön spielen, ohne dass es gleich alles niederschreit vom Sound her.
Das kann man auch benutzen. Aber ich finde es persönlich unglaublich anstrengend, eine Mittellage zu spielen. Also wenn man erste Trompete spielt und zum Beispiel nicht übers D oder das S hinaus muss, dann brauche ich das Mundstück nicht. Wenn es aber permanent bis zum F oder mal bis zum G geht etc., dann kann mich das Mundstück wunderbar unterstützen. Aber es ist natürlich keine Dauerlösung. Ich habe für mich herausgefunden, dass die beiden Mundstücke nebeneinander sehr gut bestehen können und ich insgesamt auch vom Ansatz her ohne Probleme 3-4 Stunden Blasmusikauftritte bewältigen kann. Ja, es gibt ja auch immer so diese kleineren Mundstücke, die noch ein bisschen schärfer sind, wie zum Beispiel dieses von Yamaha, das Eric Miyashiro. Da mache ich mich fertig von der Lippe, ich mache das eine halbe Stunde lang und danach brauche ich eigentlich 1-2 Stunden Pause, damit sich die Lippe erholen kann. Also es ist nicht praktikabel für mich. Schönes Mundstück, macht auch in der oberen Lage Spaß, aber für meine Konstitution einfach nicht geeignet. Da muss man einfach individuell immer ausprobieren und dann findet man eben diverse Kombinationen, die für einen einfach alltagstauglich sind. Und da empfehle ich dir, probier aus. Nimm auch die Kollegen mit, die auch mal ausprobieren, nebeneinander Mundstücke stellen, klanglich auch zusammenspielen, damit man weiß, okay, so und so passt es eben gut zusammen. Also, erstmal Hausaufgaben machen, alles trainieren, regelmäßig Trompete üben, Konstitution aufbauen, Ansatzmuskulatur aufbauen, Ausdauer ausbauen, Atmung trainieren, Zungenposition etc. pp. Also der ganze Werkzeugkasten an Hausaufgaben, den man eben machen muss. Und danach kannst du weitergehen und kannst sagen, okay, und jetzt hole ich mir nochmal ein bisschen Unterstützung in Form von einem kleineren oder flacheren Mundstück. Und da kannst du dann eben ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Der Markt ist schier unendlich, aber achte immer darauf, dass es für dich alltagstauglich ist und du es auch vernünftig in Kombination mit deinem Standardmundstück spielen kannst. Das war es kurz und knapp, meine Gedanken zum kleineren, flacheren Mundstück für die hohe Lage. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.